lassen Sie uns beginnen mit dem Hauptkampf des heutigen Abends. Titelfight im Weltergewicht bis 77 Kilogramm. Über 5 Runden à 5 Minuten angesetzt. Der Fighter in der blauen Ecke repräsentiert das Corpus Arena Gym. Seine Bilanz 9 Siege und 3 Niederlagen. Er ist den weiten Weg aus Thessaloniki, Griechenland, zu uns gekommen. Hier ist Leonardo Pitbull Sini! Sein Gegenüber in der roten Ecke repräsentiert das NFT-Gym Krefeld. Seine Bilanz 14 Siege, 4 Niederlagen. He is back. Hier ist, from Turkey, GMC, Welterweight Champion of the World, Kerim Bul Engizek! Also, Kerim Engizek tritt hier an zu seiner dritten Titelverteidigung. Aus Serbia, Ringrichter Wladimir Brzezinski. Referee Wladimir Vladica überwacht das Ganze. Und hier sehen wir beide in der direkten Gegenüberstellung. Engizek der Größere. When I say stop, I want you to stop. Do you have any questions? Touch gloves into your corners. Thank you. Intensiver Stare-Down. Ja, und wir sprechen ja immer wieder darüber, lieber Andreas, dass es vor allem für Ringer und Bodenkämpfer gar nicht mal unbedingt von Nachteil ist, wenn man kleiner ist als der Gegner. Das stimmt. Auf der anderen Seite haben wir in Engizek, in dem Champion, auch jemanden, der im Striking nicht nur zu Hause ist, sondern der brandgefährlich ist und der es versteht, seine Gegner auf Distanz zu halten. Aber selbst wenn die reinkommen, auch denen da weh zu tun, also mit Knien auf dem Weg nach drinnen sie abzufangen oder mit Ellenbogen. Hier der erste Takedown-Versuch und ein Uppercut. Der schlägt schon gut ein. Sinis frühen Bedrängnis. Tut zwar so, als würde ihm das alles nichts ausmachen, aber was soll er auch machen? Ja, da haben wir kurz gesehen, warum das gar nicht unbedingt ein Nachteil ist, wenn man kleiner ist. Man kann eben gut unter den Schlägen abtauchen und zu den Beinen gehen, versuchen, den Gegner zu Boden zu bringen. Aber Engizek hat das hier mit Bravour gemeistert, ohne Probleme abgewehrt und sofort mit ein paar harten Händen bestraft. Kickduell jetzt hier von beiden. Wilde Schwinger. Also von Ringrost sehe ich hier auf beiden Seiten nichts. Ui. Engizek hat zwischendurch mal die Auslage gewechselt. Er hat auf jeden Fall die bessere Präzision. Oh, hier das Knie sitzt auch. Aber Sinis, der hat einen Stahlschädel. Versucht unbedingt den Kampf hier auf den Boden zu verlagern. Engizek, ein hervorragender Boxer. Aber hat sein Arsenal um einige Waffen erweitert. Kniestöße jetzt hier aus dem Clinch. Wilder Schwinger von Sinis. Was für ein Fight hier im Main Event. Oh, der Körpertreffer, der hat gesessen. Noch ein Kick zum Körper hinterher. Sinis taumelt. Also ich glaube, das war's hier gleich. Bleibt er stehen, immer mehr Knie zum Kopf hier und zum Körper. Zerstörungsmodus. Das ist der Kerim Engizek, den wir kennen und den wir lieben. Und keine Spur von Ringrost. Sinis versucht da verzweifelt zu den Beinen nach vorn zu stürmen. Aber sowas muss vorbereitet sein. Und er muss da raus aus der Position. Die Schläge darf man nicht einfach so nehmen. Solange man seine Position versucht zu verbessern, wird hier weiterlaufen gelassen. Aber wenn man sich nicht mehr intelligent verteidigt, dann wird das abgebrochen. Sinis, der kann sich jetzt hier zu seinem Gegner drehen. Der kann versuchen, sich vielleicht auf den Rücken zu drehen. Das ist auch eine Möglichkeit. Die Knie zum Körper sind erlaubt hier von Engizek. Zum Kopf wären sie verboten, weil Sinis am Boden ist. Nie zum Kopf hier, nur im Stand erlaubt. Dafür sind Ellbogen, Stöße und Schläge erlaubt. Und die sehen wir hier von Kerim Engizek, der sich Sinis hier zurechtlegt. Und immer wieder seine Attacken variiert, mit dem Knie zum Körper kommt, mit dem Ellbogen zum Kopf kommt. Und wir haben heute gesehen im Kampf von Uwe Schüler, was diese Ellbogen anrichten können, wie schnell die eine Platzwunde verursachen und einen Kampf auch beenden können. Und auf der einen Seite ist jetzt Sinis da, wo er hin wollte, im Bodenkampf. Aber das hat er sich vielleicht anders vorgestellt. Hier muss er aufpassen. Auf dem Weg nach oben ist das Knie erlaubt. Dieser Kick, ja, nur so halb erlaubt. Ich glaube, zum Körper gezielt, aber fast den Kopf getroffen. Auch das nicht erlaubt. Ein am Boden befindlicher Gegner darf nicht zum Kopf getreten werden. Hat Engizek noch mal Glück gehabt, dass er die Brust getroffen hat. Und harte Ellbogen jetzt hier.
Sehr dominante erste Runde vom Champion. Ja, die ist noch lange nicht vorbei. Noch fast 2 Minuten auf der Uhr. Das ist eine lange Zeit für Sinis, der sich jetzt hier wegdreht. Und das Wegdrehen, das ist eigentlich ein Anzeichen dafür, ich habe keine Lust mehr zu kämpfen. Und ein Signal an den Referee, dass er das hier vorzeitig abwinkt. Das Kriterium für einen solchen TKO bedeutet, kann sich ein Gegner nicht mehr intelligent verteidigen. Und ein Signal für ein solches nicht intelligentes Verteidigen ist eben ein Wegdrehen. Sinis ist einfach zu langsam im Stand. Einzelaktionen, die sind vorhersehbar. Er dreht sich vorher seinen Körper ein. Ich glaube, da ist auch mittlerweile kaum noch Energie im Akku. Ui. Der taumelt da rückwärts. Oh, dieses Knie hat gut getroffen. Und Engesek ist er der erste Mann, der Leonardo Sinis stoppen kann. Im Moment sieht es so aus. Ja, Sinis ist ein absolut harter Hund. Das gerät ihm hier so ein bisschen zum Nachteil. Denn solange er sich hier noch aktiv verteidigt, kann der Referee diesen Kampf nicht abbrechen, obwohl er eigentlich abbruchwürdig wäre. 50 Sekunden noch auf der Uhr. Absolute Dominanz hier von Kerim Engizek. Von der ersten bis zur letzten Minute dieser ersten Runde. Und nochmal für die Zuschauer zu Hause, die noch nicht so oft MMA gesehen haben. Schläge auf die Doppeldeckung können unter Umständen trotzdem zum Kampfabbruch führen, wenn derjenige Athlet, der die Schläge bekommt, sich nicht intelligent verteidigt. Also wenn er nicht versucht, seine Position zu verbessern. Und immer wieder geht hier Engizek auch zum Körper und öffnet damit zum einen den Kopf, aber oh, der hat gesessen zum Kopf und das war's. Das war's. Der eine hat gesessen und da waren kurz die Lichter aus bei Leonardo Sinis. Der Champ ist zurück. Engizek lässt sich da erstmal feiern. Absolut brachiales Finish hier vom Düsseldorfer Kerim Bull Engizek. Und man muss wirklich den Hut ziehen vor den Nehmerfähigkeiten von Leonardo Sinis, der hier wirklich einen harten Treffer nach dem anderen kassiert hat. Aber am Ende war diese eine, ich glaube die linke war es, dann eben doch eine zu viel. Oh, ich glaube, Engizek macht sich hier gerade wirklich ernsthaft Sorgen um seinen Gegner. Der liegt immer noch auf dem Boden und das zeigt natürlich auch, dass das zwar hier alles intensivster Kampfsport ist, aber dass nach dem Gong der Respekt voreinander siegt. Und hier sehen wir ein paar der Aktionen, diese Knie zum Kopf von Sinis. Hier immer wieder die Attacken auf den Körper, die Sinis ausgehöhlt haben, die den ausgelaugt haben. Engizek trifft da schon fast nach Belieben, aber das meiste davon geht tatsächlich auf die Deckung, muss man der Fairness halber sagen. Hier rutscht Sinis so ein bisschen aus. Und gleich werden wir da diese letzte Aktion sehen. Zack, da hat er eingeschlagen. Und da rollen mal kurz die Augen nach hinten von Sinis. Er verteidigt sich nicht mehr intelligent. Und dann wird abgebrochen. Engizek lässt sich feiern. Sehr, sehr eindrucksvolle Vorstellung vom Champion. Vom NFT-Gym. Und ein gelungenes Comeback nach knapp 1,5 Jahren. Schulterverletzung, lange Auszeit, alles vergessen. Mittlerweile sitzt auch Sinis wieder. Der wird mit Sicherheit morgen noch Kopfschmerzen haben. Und das eine oder andere Gelenk wird ihm wehtun. Aber wir sind natürlich froh, dass es ihm wieder besser geht. Engizek, der strahlende Sieger. Wir brauchen noch einmal das offizielle Urteil, um dann auch den Stempel drauf zu machen. Das bekommen wir gleich vom Kollegen Michael Roya. Also hier gibt es noch eine
etwas ausgedehnte Siegesfeier. Ich weiß nicht, ob Kevin Engesek da seinen Vater noch mit im Käfig hat. Gibt es auch nochmal die Respektsbekundung gegenüber dem Gegner, wo der wieder bei Bewusstsein ist. Und jetzt irgendwann, wenn das sich alles wieder ein bisschen ordnet, die offizielle Urteilsverkündung. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, what a fight. Hier das Urteil des Kampfgerichts. Sieger nach 4:52 in Runde 1 durch Knockout and Steal. GFC Welterweight Champion of the World, Kerim Bul Engizek. Er steht jetzt hier mit dem Sieger und immer noch Champion im Weltergewicht, Kerim Engizek. Kerim, du hast eine lange Pause hinter dir. Wir haben uns gefragt, ist da Ringrost im Spiel? Wie wird er sich hier heute nach über einem Jahr Pause präsentieren? Ja, hast du gut beantwortet, in bestechender Form. Hattest du selber erwartet, dass du heute so dominant auftreten wirst? Nee, erstmal definitiv nicht, aber ich muss ehrlich sagen, er ist so zäh gewesen. Ich habe den mit so harten Dingern getroffen. Er ist nicht eingebrochen. Letzten Endes haben die Schläge doch... waren etwas zu viel. Ich hatte ehrlich gesagt dann auch Angst gehabt, dass er nicht wieder aufsteht. Deswegen, sorry nochmal den Cutman. Ich habe ihn angeschrien. Aber danke nochmal, dass ihr alle gekommen seid und mich unterstützt habt. Danke an alle Supporter. Dankeschön. Ja, also du hast es gerade gesagt, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Du hast ihn ja mit unglaublich harten Bomben eingedeckt. Er ist einfach nicht K.O. gegangen. Hättest du dir gewünscht, dass der Kampf vielleicht ein bisschen zeitiger abgebrochen wird? Nee, also es kommt, wie es kommt. Ich hätte auf 5 Runden gekämpft, aber jetzt war es wieder zum Glück die erste Runde. Ich bin auf 5 Runden immer eingestellt. Ich gehe nie von einem Knockout aus. Das passiert einfach im Kampf. Und danke Gott, dass es heute geklappt hat. Ja, jetzt ist die Halle hier ganz schön laut geworden nach deinem Sieg. Du kämpfst ja hier quasi ein paar Meter vor deiner Heimatstadt Düsseldorf. Was ist denn für ein Gefühl, dein glorreiches Comeback zu feiern vor voller Hütte hier in der... Das Mikro, ja, das funktioniert. Erstmal, als ich reingekommen bin, unglaublich, über 7.000-8.000 Mann. Das hat mich ehrlich mal richtig beeindruckt. Das zeigt auch, dass der Sport in Deutschland endlich angekommen ist. Ja, dank Kämpfern wie dir auf jeden Fall. Dann letzte Frage, bevor ich dich gehen und deine Titelverteidigung feiern lasse. Wie geht's weiter mit Kerim Engizek im Jahr 2020? Du bist jetzt wieder gesund, du bist mit wehenden Fahnen zurückgekehrt. Was für Herausforderungen warten da? Wir haben ja heute einen starken Christian Jungwirth zum Beispiel gesehen im Weltergewicht. Wäre das ein Thema für dich? Also ich bin für alles offen, man kennt mich, ich scheue keinen Gegner. Aber das besprechen wir weiter mit meinem Management, was die Zukunft so bringt. Alles klar, dann feier erstmal schön deinen Gürtel. Großen Applaus bitte für Kerim Engizek. Und er wird, glaube ich, noch was sagen. Ich bedanke mich nochmal bei allen, die gekommen sind. Vielen Dank für die Unterstützung, für den Support. Danke für alle. Lady Dawn ist aus Malaysia extra hingekommen. Von anderen Ende der Welt ist er extra angereist. Danke nochmal alle.